Hallo zusammen, heute legen wir die Karten für die Wassermann-geborenen Sternzeichen und zwar für den Zeitraum 20. Juni bis 18. Juli, also in diesen 4 Wochen unsere Wassermänner. Wie immer zuerst Liebe und Partnerschaft und dann machen wir Beruf und Finanzen. Aber jetzt konzentriere ich mich auf Liebe und Partnerschaft. Was kommt für unsere Wassermänner in diesem Zeitraum zu? Ich lege wieder mit beiden Händen aus, dass ich es schön auffächern kann. Die rechte Hand geht auf mein Herz und für die linke stelle ich jetzt die Fragen in Liebe und Partnerschaft. Was kommt in der Partnerschaft auf unsere Wassermänner in diesem Zeitraum zu? Was können unsere Wassermänner für die Partnerschaft tun? Steht ein neuer Partner für unsere Wassermänner an? Sind die Wassermänner bereit für einen neuen Partner? Und wie enden die 4 Wochen in der Partnerschaft für euch? Oh, wir haben die Welt, was auf euch zukommt. Und wir haben den Gehängten. Ihr seid glücklich in eurer Partnerschaft, die ihr gerade habt, so wie es jetzt gerade ist. Die Partnerschaft ist auch etwas für einen selber, also wie man selber mit sich umgeht. Aber euch könnte ein bisschen mehr Realismus guttun. Nicht schönreden, sondern dieser Realismus, diesen einen Schritt zurück machen und sich das Ganze aus einer anderen Perspektive anschauen, würde nicht schaden. Denn im Moment liegt es so da, als ob nur ihr zufrieden seid und der andere Teil der Partnerschaft ein bisschen vernachlässigt wird. Seid ein bisschen realistisch zu euch und wir schauen mal, ob ein neuer Partner anschaut. Und da seid ihr einfach zu stur. Ihr habt eure Vorstellungen, weiß oder schwarz, ganz oder gar nicht. Es gibt keine halben Sachen, aber es gibt auch keine Kompromisse. Und hier haben wir dann die Gerechtigkeit, die Nummer 8 im Tarot. Die zeigt euch, es sollte alles im Einklang sein. Also wirklich für jeden was dabei sein. Nicht nur ihr müsst Kompromisse machen, sondern der andere muss auch Kompromisse machen. Und das müsstet ihr euch selber eingestehen. Wo macht ihr die Kompromisse? Was wollt ihr alles machen? Und für unsere Wassermänner in Liebe und Partnerschaft bedeutet das ganz, ganz viel Arbeit. Der Herrscher ist eine Arbeitskarte, dass man an sich selber arbeiten muss. Also an der Partnerschaft, an der bestehenden Partnerschaft realistisch werden, ob es nur einem selber so gut geht oder dem anderen auch. Denn wenn es dem anderen nicht so gut geht, dann ist diese Partnerschaft nicht stabil. Also müsstet ihr daran arbeiten. Für unsere Singles ganz einfach. Es steht was da, aber ihr müsstet euch selber klar darüber werden, wo eure Ansprüche sind, was ihr denn selber erwartet. Und dann wieder das Gleichgewicht finden. Erwartet ihr mehr, als dass ihr gebt? Oder ist es vielleicht andersrum? Gebt ihr mehr, als ihr erwartet. Und das ist die harte Arbeit in Liebe und Partnerschaft für euch. Für diese 4 Wochen heißt es an der Beziehung arbeiten. Ich nehme die Karten wieder zusammen und jetzt konzentrieren wir uns auf Beruf und Finanzen. Für die Wassermanngeborenen im Zeitraum vom 20. Juni bis zum 18. Juli. Beruf und Finanzen für die Wassermanngeborenen im Zeitraum 20. Juni bis 18. Juli. Ich lege wieder mit beiden Händen aus, damit ich es schön auffächer. Die rechte Hand wandert auf mein Herz, damit ich für euch schön ziehen kann und richtig ziehen kann. Unsere Wassermanngeborenen, Zeitraum 20. Juni bis 18. Juli, Beruf und Finanzen. Was kommt im Beruf auf euch zu? Was könnt ihr im Beruf für euren Erfolg tun? Steht eine Beförderung für euch an? Was könnt ihr für diese Beförderung tun? Und wie enden die 4 Wochen für euch? Schauen wir. Oh, sehr viel Kraft. Anstrengende 4 Wochen, in denen ihr sehr viel von euch geben müsst. Ihr müsst euch sehr viel um andere Projekte kümmern. Aber ihr habt die Kraft und das Durchhaltevermögen, es auch durchzuziehen. Also die Kraft
Und die Empress. Empress ist ja die Herrscherin. Das heißt, die Mutterschaft, die Fürsorgerin. Ihr kümmert euch um etwas. Ihr habt Projekte gerade dastehen, in denen ihr den Hut aufhabt, wie man so schön sagt, wo ihr euch drum kümmern solltet, aber auch die Kraft und die Konzentration habt, es durchzuziehen. The Temperance ist im Deutschen die Mäßigkeit, wobei ich dieses Wort Mäßigkeit nicht mag. Es ist eher das Gleichgewicht. Ihr seht sie ganz entspannt da stehen. Es ist die Sonne da, es ist das Wasser da, es ist die Erde da. Mit dem Vogel, die Luft ist auch da. Und sie gießt beide Becher aus. Also es ist dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Es steht euch schon zu. Und ihr habt es auch mit dem Stern. Also ich sehe hier schon eine Beförderung oder eine Aufteilung neuer Aufgaben, die euch bevorstehen. Aber, oh, da haben wir sie wieder. Die Hohepriesterin, dieses Weiß-Schwarz-Denken, dieses Kompromisslose. Also seid ein bisschen flexibel, achtet ein bisschen drauf auf euch selber. Die Projekte durchziehen. Ihr habt die Kraft dazu, euch drum zu kümmern. Ihr habt die Beförderung bzw. neue Aufgabengebiete, die euch selber ins Gleichgewicht bringen und euch aber auch diese Zufriedenheit bringen. Beide haben die Becher in der Hand. Beide kippen das Wasser wieder zurück, damit alles im Gleichgewicht ist. Also achtet darauf, dass ihr selber euch ins Gleichgewicht wieder bringt. Das nennt man so schön auf Neudeutsch dieses Work-Life-Balance. Vergesst das bitte nicht. Und es gibt nicht nur entweder arbeiten oder privat, sondern es gibt da auch einen Mittelweg. Und da müsst ihr schauen, dass ihr eure Kraft privat auch wieder auffüllt und an Punkten seid, wo ihr euch wohlfühlt. Für die Wassermänner schaut das doch gar nicht so schlecht aus. Wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, jeden Tag gibt es ein Video für ein Sternzeichen, entweder auf Englisch und am nächsten Tag dann auf Deutsch. Dann bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald.